So, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play FIFA Ultimate Team 14, FIFA 14 natürlich. Ich habe jetzt endlich mein neues Team. Wer es nicht gesehen hat, ich habe ein Pack Opening gemacht. Das Team ist jetzt richtig awesome. Schaut's euch einfach nur an. Ich habe Casillas zweimal gezogen. Genau, dann habe ich mir noch Khedira geholt. Hier muss ich noch was gucken. Also ich brauche auf jeden Fall noch mit meinem Innenverteidiger habe ich noch ein Problem. Und mit meinem Rechtsmittelfeld habe ich noch ein Problem. Weil mein Rechtsmittelfeld zieht auch ziemlich die Chemie meines Zentralmittelfelds raus. Keine Ahnung. Und ich überlege, ob ich mir auch noch einen zweiten Stürmer aus Spanien machen soll, weil dann hätte ich hier nämlich noch, also hätte ich mit Khedira zudem noch eine grüne Verteidigung hier. Und dann hätte ich zudem zu meinem rechten Mittelfeld noch eine gute Verteidigung. Und dann müsste ich halt voll auf Spanien umsteigen. Aber macht ja nichts. Genau. Dann gucke ich einfach mal, wie die hier spielen. Hier, das sind meine ganzen Spieler, die ich gezogen habe. Ich habe richtig geile Karten gezogen. Die werde ich auch alle noch verkaufen, versteigern. Mal schauen, wie viel die so wert sind. So, aber ich würde sagen, das war's jetzt erstmal. Und dann gehen wir jetzt weiter. Nein, wie geht's weiter? Mach doch mal wer. Wie geht's weiter? Und deine Mannschaft, dein Verein. Hä? Und dein Verein wer? Was soll ich machen? Dein Verein wert zeigen. Vereinswert, ja, bla bla. So. Dann. Genau, das ist mein Team. So, einfach mal weiter. Und eine Chemie natürlich von 89. Das wird sich noch ändern, versprochen. Vor allem, wenn ich dann mal mein Mentor habe. Ja, jetzt wird die Liga natürlich ein bisschen leichter werden, ne? Naja, ich spiele jetzt mit einer 5-Sterne-Mannschaft gegen eine Halb-Sterne-Mannschaft. Bin jetzt gerade, also in Real Life, gerade nach dem Pack-Opening, vielleicht eine halbe Stunde her. So, darf ich Torwarttraining hier machen mit meinem geilen Casillas? Torwarttraining ist ja geil. Hä? Oh, da muss man jetzt auch springen. Ups, ja, sag mir das jemand. So, komm, den halte ich. Hä? Springt man nicht anders? Kann das sein, dass ich irgendwas verpennt habe? Ja, nice, gehalten. Wow, nur noch minus 2000 Punkte. Jawohl, auch gehalten. Alter, wie geil war der denn gehalten? Und damit habe ich schon Bronze. Ich darf jetzt nur keinen mehr reinlassen. Boah, da hat er mich verarscht. Egal, ich habe trotzdem Bronze. Oh, nee, den muss ich auch noch halten. Scheiße. Komm schon. Also ich habe das noch nicht ganz so raus. Hä, habe ich jetzt trotzdem Bronze? Oh Gott. Oh, da hat man aber viel gebraucht. Ja, so bla bla. Okay, ja, ist gut. So, los geht's. Nach dem Sieg im ersten Spiel dieser Saison ist die Euphorie. Wie gesagt, erstes Spiel 4-0 souverän gewonnen. Also Halbprofi kriege ich wahrscheinlich dann doch schon hin. Es war übrigens Amateur. So, und ich hoffe jetzt das meiste von meinem Team. Ich habe keinen Bock, die jetzt alle zu vertraden. Ich weiß gar nicht, das ist jetzt, glaube ich, das war Abseits, genau. Klasse gemacht. Stark Abseits. Abseitsentscheidung korrekt. Casillas, geilste Tier ever. Ich weiß gar nicht, wie gut er in diesem FIFA ist. Im letzten war er ja nicht so der Burner, ne? Kann das sein? Alter, ja, holz mich noch mehr um! Nice, mein Zukunft. Gut. Schade fast. Zweikampf um den Ballbesitz. Okay, den habe ich. Und lauf! Was ein Pass! Und Soldado macht den rein. Und? Ja, der kann Ball durch. Geil. Ah, gegen so eine halbe Sterne-Mannschaft. Sehr fair. Aber ich habe... Nee, offline. Also. Weil ich online voll verkacke. Dann mache ich mir die ganze Statistik. Ich spiele jetzt erstmal mit Xbox-Controller, wie gesagt. Und der Angriff wurde gestoppt. Findest du auch was, wenn du offline spielst? Ja, klar. Genauso viel? Nee, ein bisschen weniger. Ah. Wow, trotzdem kommt das an. Das ist voll geil. Ah, okay, da war scheiße. Schade. Es gibt nur Abstoß. Okay. Ja, holst du, das macht voll Laune. Ohne Witz. 50 Euro. Ne, 40 sogar nur.
Der Computer kostet 40 Euro. Das Juventus-Stadion hat neben erstklassigem Fußball nicht nur eine große Einkaufsmeile und ein Museum zur Vereinsgeschichte. Okay, also man muss schon sagen, wenn man davor mit einer Bronzemannschaft gespielt hat, die spielen so geil einfach nur. Ah, da habe ich es falsch schon gemacht gerade. Gabi ist halt kein Linksfuß, ne? Da trudelt der Ball frei übers Spielfeld. Also ich, das dürfte jetzt Halbprofi sein ungefähr. Lol, scheiße. Ist jetzt wahrscheinlich Halbprofi, Schwierigkeitsgrad. Also auf jeden Fall spielen die sich auch richtig geile Pässe zu. Soldado. Es ist übel, wie geil die passen können. Und Lolito, nein! Das ist irgendwie ein bisschen kacke. Ja. Ich weiß gar nicht, was für ein Schwierigkeitsgrad ist. Also Halbprofi oder Profi? Profi wird das nicht sein. Das wird Halbprofi sein. Die kämpfen auch schon, das finde ich gut. Mandzukic! Das muss ich loben. Hallo, wieso nicht weg ist beim Start? Ja, darf der leider. Das darf der leider. Ein bisschen kräftig. So, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon! Komm schon! Soldado. Was für Pässe, die sich zum Spielen. Nein, ich wette nicht, versprochen. Und jetzt! Er hat ihn habe ich in der letzten Folge erklärt, kannst du das angucken. Okay, komm, das ist nochmal sehr klein. Alter, da kommen diese Zuschauer voll blöd vor. Ich hab jetzt zweimal, was das heißt. Das ist so kein Schwamm. Das ist so kein Schwamm. Ah, schade. So kein Schwamm. Ach, sieben. Komm schon! Und Himmels Willen, was für ein vor allem setzen sie sich viel schneller auf, ne? Also mit dem Bronze-Team lief das deutlich schlechter. Wenn sie jetzt einen haben, der weit einwerfen kann, das ist eine gute Position. So, Mandzukic, pass mal auf, der kann schießen. Wenn da keiner im Weg steht. Ja, toll, ich bin Niklas. Ja. Niklas versteckt sich halt. Niki baut doch schon. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Ah! Also, ich weiß auch noch nicht, wie ich bin, wie gesagt, die Knöpfe vom Xbox-Controller nicht gewöhnt. Wir sehen Rico das. Komm, komm, und zu gut. Robert Hut. Hut, mein Innenverteidiger! Nee, Linksverteidiger, oder? Nee, Innenverteidiger sogar. Bam, war es sogar richtig. Hat halt nicht so den geilsten Schuss, ne? Muss ich noch ein bisschen mit der Steuerung klarkommen. Natürlich, selbstverständlich. Aber das wird schon bleiben. Gerade mit dem Team. Also wenn ich daraus nichts mache. LOL! Was macht der denn? Der Schiedsrichter hat kurz nachgedacht. Alter, den umgeholzt. Er entschied sich für den Pfiff. Okay, dann lässt er sich jetzt Zeit. Das kotzt mich auch ein bisschen in FIFA an. Du gewinnst den Zweikampf und der Gegner kriegt trotzdem den Ball, ne? Geil. Eine unpräzise Flanke, das stellt die Verteidigung vor keine Probleme. Und Soldado läuft. Soldado schießt. Soldado trifft. Salto. Soldado. Tor. So. Nice. Erstmal Tor. Genau. Falls ihr noch Tipps habt zu meiner Mannschaft, dann sagt mir doch bitte, wen ich da hinstellen soll. Für alle, die das jetzt gucken. Sagt mir, wen ich da jetzt hinstellen soll. Sagt mir, wie ich den Verein da hinstellen soll. Also einfach Tipps zu meiner Mannschaft, weil die ist noch lange nicht ausgereift. Noch lange nicht. Oh, Soldat. Ne, Gabi ist das. Gabi! Tor, Gabi! Kann der Salto? Ey, der kann auch Salto. So. Also, und genau, ich habe mich auch dazu entschieden jetzt. Ja, ich freue mich schon gar nicht mehr richtig über Tore. Ist einfach ein bisschen langweilig. Ne? Ich denke, ich werde diese Season jetzt auch offline weiterspielen und am Anfang der nächsten einsteigen. Weil es hat keinen Zweck, wenn ich diese drei Sterne Billo-Mannschaft spiele. Ja. Also auf dem Schwierigkeitsgrad, das ist ja nicht lustig. Soldado.
Oh, was ein Schuss. Da war das. Mandzukic, nice. Es war kein Foul. Ja, genau, gib mir doch gelb. Danke. So. Deswegen werde ich jetzt auch wahrscheinlich das nächste Spiel einfach mal online spielen. Alter, nimm dir halt doch das Maul. Das nächste Spiel einfach mal online spielen. Einfach mal gucken, was die so drauf haben schon. Ich gehe mal stark davon aus, dass sie noch nicht so ein Team haben. Und dass die schon 50 Euro in das Spiel gesteckt haben. Bam! Alter, wie geil gespielt! Richtig geil gespielt. Guckt euch an, Leute. So spielen Goldspieler auf einer hohen Chemie miteinander. Und der Gavi, der dreht den einfach dahin. Geil. 4-0, erste Halbzeit. Passt. Ja. Die kämpfen auch, das finde ich klasse. Die kämpfen auch richtig. Jetzt haben wir das nice, okay. Boah, ich muss mir das Stöpsel wechseln. Alter, Niki, die Kopfhörer sind richtig scheiße, gell? Ja, warte, nehmen wir. Nee, passt. Ja, so geht das meistens aus, wenn die Dackel mit den Bulldoggen pinkeln wollen. Ja, aber wir hatten uns ja so ein bisschen gewünscht. So. Der zweite Durchgang läuft. Ah, sie können leider. Aber die Tricks sehen gleich aus. Also kann Gabi tricksen? Ob das so bleiben wird. Nee, also ich weiß halt auch nicht, wie die ganzen Tricks, ob die jetzt sich verändert haben. Hä? Okay, das war FIFA Engine for the Win wieder. Komm, setz dich durch. Junker Jörg. Soldado. Alter, was der für einen Schuss hat. Torwart konzentriert sich auf Sief, Junge. Zwei beinahe ebenbürtige Gegner. Das bessere Ende geil hat der Torhüter in dieser Situation für sich. Oder macht er sich BAM! What the fuck? Geil! Alter, was eine Kiste, ne? Richtig geiles Tor. Alter, kann der köpfen. Mandzukic ist einfach Kopfballmonster. Er ist ja von Bayern. Na, das war scheiße. Alter, da setzt er sich auch noch zweimal durch, ne? Zweimal setzt sich da durch, aber leider aus. Komm. Ich will den Gegner zustellen können. Und die Abwehr aufmerksam. Mandzukic. Scheiße. Kann er sich nicht durchsetzen. Aber einen geilen Pass spielen. Und der lupft den einfach rüber. Alter, wie geil. Hammer. Hammer geil. Boah, krass. Da hüpft das Herz. Und diese Führung hier ist mehr als deutlich. Und vor allem der Mandzukic geht halt auch richtig geil einfach mal mit nach hinten. Und hilft da dann aus. Rennt dann wieder nach vorne. Kriegt den Ball nicht. Okay. Ja, man muss ja nicht übertreiben, ne? Ja, komm, ist gut, gib mir den Ball. Ich will mal einen Longshot-Tor machen. Wer kann einen Longshot? Ja. Kann der Longshot? Geil, was ein Schuss. Ah, 6-0. Also wie gesagt, ich mache jetzt auch nicht mehr allzu Party bei Toren. Ne? Nichts. Miau! Hol den Ball, komm. Komm, go, go, go. Go, hol den Ball. Wer ist das? Noah schon wieder. Wer will denn Noah, ey? Ah, schade. Zu dem wollte ich gar nicht spielen eigentlich gerade. So, und lauf, 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 lauf. Ah, setze dich schön durch, war leider aus. Erster Körper und dann der Ball ist aus. Ja, er kann durchaus gute Ecken nach hinten. So, Eckball. Ob sie damit gerechnet haben, ob sie es gehofft haben. Und Kopfball. Alter, Mandzukic gleich sein zweites Kopfballtor. Nice. Alter, einfach Bombe. Einfach Bombe. Sorry übrigens, wenn die gerade im Hintergrund, wenn man die ein bisschen arg hört. Die richten gerade für uns einen PvP-Server ein.
Komm schon. Ah, Alter, das wäre fast das dritte Kopfballtor gewesen. Schöner Pass. Dann Zukic. Boah! Junge! Das wäre ja ein Ding gewesen. Da fasst er sich ein Herz, zieht ab und ist beinahe auch noch erfolgreich. Eine knappe Kiste, in der Tat. Sieben Schüsse, sieben Tore. Das ist doch eine geile Bilanz, oder? Soldado. Ja, wir haben mich umgeholzt. So kann man den Torwart mobben. Ich weiß gar nicht, ob es FIFA 14 geht. FIFA 13 ging das ganz gut. Ah, geht nicht mehr so gut. So, meine Kopfball-Mutanten hier. Soldado. Soldado. Boom! Schade. Der muss höher werden. Doch, war er. Die Kommentatoren labern wieder ihren Bullshit. Irgendwann kann man. Zu dem wollte ich gar nicht spielen. Wozu lenke ich eigentlich nach unten? Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Ah. Er hält ihn fest, er begräbt ihn in seinen Armen. Klasse Leistung. So, badabadabam. Nice geköpft. Zu dem wollte ich gar nicht. Gut mitgespielt. Er geht im Boah. Ich muss die Passhilfe ein bisschen unterstellen. Boah, und was ein Schuss, schade. So, Ecke. Mandzukic. Und das dritte Kopfballtor von Mandzukic. Bam, Junge. Nice. So krass. Der macht jeden Kopfball rein. Ändert sich wahrscheinlich dann online, wo ich dann gegen die ganzen Bäume aus der Abwehr spiele. So, hol den Ball, komm schon, go. Das ist der haushohe Favorit und gleichzeitig Gastgeber. Ja. Und der hat die Erwartungen seiner Fans heute erfüllt. Also, 8:0 würde ich sagen. Und man muss ganz klar sagen, für die Gäste die Gegner sind einfach Tag aus dem Kalender ja streichen. Amateur. Nee, Halbprofi. Soldado. Schade, war das ein bisschen jeder kann ihn haben. Aber der Trickster scheint ja nicht zu sein, der Soldado. Er kann ja auch genug anders. Ne? Ja! Sind wir beim Judo! Pff. Geiler Pass. Soldado. Schade. So kann er den Ball nice. Mit Leichtigkeit abfangen. Keine Rangelei um den Ball. Er muss schnell entscheiden und er entscheidet Vorteil. Oder er entscheidet richtig. Und der Keeper. Nein, Tor. Ach, schade. Ah, der Blaschikowski da oben, der hat auch noch nicht viel gezeigt heute. Also ich gehe davon aus, dass der heute keine gute Note kriegt. Die Angelegenheit heute, das muss man sagen. Der zeigt sich auch gar nicht. Also wenn ich mal laufe. Beide eigentlich nur noch auf den Schlusspfiff. Also ja, irgendwie ist noch nicht so aller Tage Abend, ne? Vorsicht, es ist noch nicht vorbei. Nolito, Fujito, Karateno, Parito, Pesquate, Parento. So, Kedira. Der hat doch einen Longshot, oder? Kedira! Alter, der hat echt gar nicht so einen schlechten Schuss. Was will der jetzt? What the fuck? Hä, warum kriegt der denn jetzt Geld? Ach, der ist beim Prendergast. Haha! Ja, und das war wieder der Beweis dafür, dass FIFA eben noch nicht ganz bugfrei bugfrei ist. Soldado. Alter, kann der schießen. Eckbälle hat's heute auch schon gegeben. So. Alvaro Dominguez! Latte! Schade. Okay, Leute, das war ein. Boah, da war doch mal. 8:0 hat der FSV Strack 97 gegen Drogheda UTD gewonnen.
Danke fürs Zuschauen. Ich bedanke mich. Abonniert, liked dieses Video, favorisiert dieses Video. Schreibt, und ganz wichtig, schreibt mir bitte in die Kommentare, wie das mit meinem Team jetzt weitergehen soll. Also, mit dem Blaschikowski muss ich mir noch was überlegen. Ja, wie man sieht, auch 8,0. Der Gabi hat richtig gut gespielt. Meine Verteidigung war ja nicht gefordert. Genau. Und mit den Worten, bis tschüss, Leute.